Hallo Freunde und willkommen zurück zu Minecraft-Projekt Disneyland. Oh, lang ist's her, ja, ich weiß. Ich versuch's auf jeden Fall jetzt mal wieder täglich kommen zu lassen, aber immer noch mit kürzeren Folgen, sprich so 10 Minuten oder so. So langsam hat mich das Projekt wieder gepackt, aber ich muss mich kurz reinfinden. Also, wir haben irgendwie hier aufgehört, das weiß ich. Aber irgendwie, das ist immer so. Man hat irgendwie eine Zeit lang nicht mehr... Bin ich auf dem Baum gelandet, top. Eine Zeit lang nicht mehr gespielt oder nicht mehr dran gearbeitet und dann gefällt einem das nicht mehr. Also mir gefällt die City Hall bisher immer noch am besten, muss ich sagen. Das erste Gebäude, glaube ich, was ich gemacht habe, gefällt mir bisher wirklich am besten, was total sinnlos ist, dass ich das als erstes gemacht habe. Eigentlich hätte ich damit anfangen sollen. Ja, der ganze Eingang ist immer noch für den Arsch. Also außer die Front, die ist ganz okay, aber hier der Durchgang und so, das muss alles noch geändert werden. Oh Gott, ey. Das Problem ist einfach, das zieht sich halt extrem lang hin, indem ich das halt alles alleine mache. Und Minecraft ist so ein Spiel, das kann ich nicht 24/7 spielen. Deswegen brauche ich immer mal wieder Pausen zwischendurch. Auf jeden Fall, ich versuche dieses hier jetzt nochmal, mehr oder weniger. Also ich will mich ja hier so weiter vorarbeiten. Also erstmal nur die Fassaden bauen, so gesehen, dass dahinter erstmal nur offen ist. Das werde ich dann hinterher nachholen, dass wir erstmal weiterkommen. Ne? Das ist es ja, dass wir mal langsam hier Richtung Hauptplatz kommen und dann da hinten zum Schloss und dann in den verschiedenen Themenbereichen, dann wird es, denke ich mal, auch interessanter wieder. Und was mir aufgefallen ist, ich habe eindeutig, Leute, das falsche Mod-Package genommen. Also das ist richtig krass mir jetzt bewusst geworden. Also da wäre sogar wahrscheinlich Feed the Beast besser gewesen zu spielen, anstatt Hexit. Das ist traurig, weil es gibt so viele gute Technikpakete, wo auch mehr Steine drin sind. Und Hexit ist gerade nicht gerade auf einer Version, wo man sagen könnte, oder wo man sagen würde, dass da irgendwie noch groß was gemacht wird, weil die Version einfach so alt ist, muss man sagen. Und es ist ein bisschen traurig, eigentlich. Also für mich ist es traurig, weil ich irgendwie nicht die Mods ganz gerne kriege, die Mods nicht kriege, die ich ganz gerne hätte und auch nicht wirklich hier reinkriege. Das ist halt so ein Problem, würde ich mal behaupten. Und ich denke, ich lasse das so, warte, ich ziehe erstmal hoch, wie ich es jetzt habe, weil wirklich rund kriege ich sie wahrscheinlich eh nicht. Das ist halt so das Problem. Dann lasse ich es lieber eckig, anstatt es gar nicht zu haben. Ich denke mal, das kann man so sehen, ja. Das Problem ist nur, dass es ziemlich asymmetrisch ist, weil, ja, das nach hinten müsste ein, eigentlich, um das symmetrisch zu kriegen. Aber das ist eigentlich sowas, wo ich sagen würde, joa, scheiß drauf, ne? Aber das ist auch ein falscher Stein, sehe ich gerade. Also hier unter mir seht ihr ja das Bild, was ich baue hier, also das hier so, ne? Für die, die es noch nicht kannten, aber ich meine so, eigentlich sollten es mehr oder weniger... Die Leute, die es gucken, wissen noch. Ein Problem ist nur, ich will erstmal nur die Fassade haben, damit ich ungefähr so weiß, dass ich, wo ich aufhören kann. Und ich würde sagen, das könnte auf jeden Fall noch ein höher. Das wäre auf jeden Fall noch ziemlich knorke. So. Bis hier so. Ja, dann kommen hier die Fenster rein. Lass mich mal gucken. So. Und ich habe wieder richtig Bock. Also ich denke mal, dass ich nächstes Jahr, bestimmt, wenn ich das Geld haben sollte, werde ich bestimmt nach Disneyland fahren. Habe ich tierisch Lust drauf, muss ich sagen. Also das hat mich richtig gepackt wieder. Dieses Feeling. Und ja, freue ich mich schon drauf. Irgendwie kriege ich die Fenster überhaupt nicht hin. Sollte ich so Fenster machen? Oder eher so? Aber die sind, glaube ich, ein bisschen riesig, oder? Aber es sollen ja nur Andeutungen sein. Also wirklich 100% perfekt nachzubauen, habe ich eh schon aufgegeben, muss ich sagen. Weil das ist fast unmöglich bei Minecraft. Also zumindest, vor allem mit dem Mod-Package, den ich habe, ja. Also es gibt wesentlich bessere. Also falls irgendjemand von euch auf die Idee kommt, so mehr oder weniger auch versuchen, irgendwas nachzubauen, dann informiert euch richtig. Macht nicht den Fehler wie ich und nehmt einfach das Erstbeste, was ihr seht. Und ja, naja, kann man nichts machen. Ist halt so gelaufen, muss ich jetzt mit leben. Und war richtig. So, das müsste, ja, ich würde sagen, ein Sandstein passt da schon ganz gut. Das muss aber bis hier hinten hin. Das Gebäude hier wird dann wahrscheinlich, ja, ich würde es auch in einem Sandstein machen. Glaube ich.
Das Problem ist nur, hier müsste, glaube ich... Nee, das ist doof. Das ist doof. Wir müssen so Halbdinger hin. Aber dann sieht man die Dings, weil das durch Connected Texture nicht verbindet. Das ist ein bisschen traurig. Ach ja, das ist schade, weil jetzt muss ich die Halbdinger machen und die verbinden sich halt leider nicht. Aber ist, denke ich mal, nicht so tragisch, weil es kann immer noch gut werden. Und das ist, wie gesagt, das ist eigentlich so eine Ecke. Klar, wenn man sich jetzt alles so mehr oder weniger dann, falls sich die zum Download irgendwann mal stellen sollte, wenn das fertig ist, wenn man sich das wirklich komplett anguckt, dann wird man sowas sehen. Aber im Normalfall ist man hier so in der Ecke nicht wirklich, muss ich sagen. Also wo ich im Disneyland war, war ich zum Beispiel hier in dieser Ecke gar nicht. Doch einmal, weil hier Mickey Mouse, glaube ich, Autogramme gegeben hat. Und da wollte ich gucken, was da los ist, weil hier so eine Menge von Leuten waren. Und da wollte ich dann gucken, was das ist. Und dann war da halt die Maus. Ja, so. Okay, also hier muss auch noch Sandstein runter. Das Problem ist, glaube ich... wartet mal. Ich mache das so halb-halb wieder. So und so sollte das, glaube ich, ganz gut aussehen. Ja, das hat was, glaube ich. Hoffe ich. Ja, das ist nicht zu. Ja, doch. Damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Machen wir auf der anderen Seite auch nochmal genauso. Oder? Nee, warte mal. Mache ich nicht, weil hier sowieso der Sandstein runtergeführt wird. Die verbinden sich auch, ne? Ne, die verbinden sich nicht. Wieso? Aha, die verbinden sich nur im Viererpack. Okay, das ist ein bisschen traurig. Aber naja, kann man nichts machen. Hier würde ich jetzt... Hier müsste eigentlich auch Sandstone hin. Würde ich behaupten. Da kann ich den nehmen. Die verbinden sich halt nicht. Das ist ein bisschen schade, dass die sich nicht verbinden. Aber naja, ist nicht so tragisch. Es soll ja nur so aussehen, als ob da was wäre. Und das tut es eigentlich. Also es sieht ganz okay aus. Sieht human aus. Und die ganzen Feinschliffe, wie ich das bei der City Hall gemacht habe, das ist ein Baumweg, aber symmetrischerweise würde ich das dann hier hin machen. Das ist nicht symmetrisch, verdammt. Dann muss der hier weiter nach hier. Und dann machen wir in der Mitte das große Fenster. Damit kann ich leben. Ja, damit kann ich leben. So, aber, wartet mal. Muss man kurz testen. Na, doch. Also wenn ich das so, doch, das ist okay. Ja, das hier ist totaler Nonsens. Der kann weg, da muss ein ganzer Stein hin. So, ja, weil das geht bis zum Boden. So, hier die da, mit der Rundung hier, weiß ich nicht, welchen Stein ich nehmen soll gerade. Meine Nase läuft. Ist auch extrem kalt geworden, muss ich sagen. Also ich bin gerade rausgegangen, Müll rausbringen und war ja mal richtig kalt. Ich glaube, die Fenster sind zu groß. Ich glaube, das sind wirklich nur so Feuerfenster. Ja, das ist ein bisschen komisch. Weil da kommen nur drei Fenster rein, aber das ist irgendwie voll wenig. Ah, wartet mal, das muss über den Geschäft sein. Wartet mal, ich versuche das mal. Hier muss einer sein. Hier geht's nicht mittig. Dann machen wir mal da einen rein. Hier geht's aber mittig. Also da und außen oder innen? Außen müsste der hin. Also hier hin. Ja, ist okay. Ich mach mal Tag. Gerade Tag anfangen wäre ganz knorke. Was kann man noch machen? Hier oben kommt ein Feinschliff hin. Hier oben kommt so ein rundes, verkacktes Dach hin. Da müsste ich gucken, dass ich das ungefähr so hinkriege, wie da lang geht das eigentlich. Das Gebäude gefällt mir irgendwie gesagt noch gar nicht so wirklich. Ich hoffe, dass ich das eventuell ein bisschen schöner kriege. Und das müsste, glaube ich, auch weiß sein, wenn ich das gerade sehe. Und auch ein bisschen höher der Bogen. Ja, hier ist das natürlich ein bisschen scheiße. Was ich aber mache, habe ich ganz feinen Sandstone. Nee, habe ich nicht. Ich müsste sägen. Ich hoffe, ich weiß noch, wie das geht. Ich habe nicht komplett Minecraft verloren. Verloren? Ja, verloren habe ich Minecraft bestimmt auch. Nee, ich meinte verlernt. Aber es geht eigentlich. Was braucht den? Brauche ich nicht. Jetzt allgemein doof aus. Wo war der Creative Mode? Ja. So, weil hier drunter die Platten, die könnte man schon machen. Also hier diese Abrundungsplatten, wo dann... Also die Decke der Rundung.
Die ist in diesem Ton, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ich weiß nur nicht, ich lasse das mal erstmal so. Ja. Ja, das ist okay. So, das müsste eigentlich mehr in so einem Grau, etwas helleren Grauton laut Google Earth zumindest sein. Aber das gefällt mir irgendwie nicht. Also der Stein ist es auf jeden Fall nicht. Aber dann müsste ich das eher in diesen Stein machen und der gefällt mir nicht so wirklich, muss ich sagen. Fenster kann ich hier wahrscheinlich nicht wirklich reinmachen, weil hier die Karten da noch reinkommen, damit das ein bisschen eckiger bzw. runder wird. Das Dach kann ich nicht wirklich machen. Ich könnte eventuell gesehen, da brauche ich das und das noch und das dann noch. Ja, so. Warte mal, das Dach, das muss vorher anfangen. Sprich, das Dach muss hier schon anfangen. Ja. Das ist okay. Hier oben kommt aber nochmal so eine Schicht drauf. Ich hoffe, ich kann damit auch noch arbeiten normal. Nicht, dass mir das jetzt zum Verhängnis wird, weil das muss ein bisschen höher sein als das Haus da, aber kein Blockgröße. Ja, doch, wartet mal. Ne, wartet mal. Ich muss mal kurz was gucken. Hatte ich? Ja, hatte ich. Gut. Die kann ich rausstehen lassen. Das ist schon mal gut. Das machen wir auch. Das sieht schon mal relativ gut aus. Dann muss. Ja, jetzt geht das große Gerätsel los. Wie man das hier am besten macht. Ja, keine Ahnung. Aber ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Dann machen wir hier weiter. Also wir gehen auf jeden Fall jetzt hier rum, dass wir ungefähr wieder wie hier so. Also hier so Einkerbungen haben, denke ich. Dann werden wir den Eingang mal machen, den Platz hier ändern, vor allem das den Pavillon. Und ja, dann wird es, glaube ich, ganz knorke. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute, und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also, und rein!